Musik online. Heute habe ich für euch ein Hals-Nacken-Special vorbereitet. Denn wie zum Beispiel beim Saxophon durch den Nackengurt habt ihr oftmals Verspannungen im Hals-Nacken-Bereich, sowie bei allen anderen Instrumenten. Denn wenn ihr konzentriert in der Probe seid und in euren Notenständer, in euer Notenblatt reinschaut, beobachte ich oftmals bei vielen Musikern, dass der Kopf weit nach vorne wandert und dann wundert man sich abends, wenn man mit Hals-Nackenschmerzen nach Hause kommt. Deshalb nun Übungen für diese Muskelgruppe. Wir beginnen mit Schulterkreisen. Dies wird vorwärts und rückwärts ausgeführt. Bevorzugt rückwärts, denn so arbeiten wir in die Aufrichtung. Und daraus machen wir jetzt ein kleines Koordinationstraining. Wir nehmen mal nur die rechte Schulter. Diese kreist vorwärts. Dann nur die linke, die kreist rückwärts. Und jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was kommt. Wir versuchen das Ganze zusammen. Gegen, gleich, rechte Schulter kreist vorwärts, die linke rückwärts. Wie eine Windmühle. Einfacher wird das, wenn ihr euren Oberkörper so ein bisschen mitdreht. Und wenn die eine Seite gut klappt, dürft ihr auch gleich wechseln. Sieht gut aus, prima. Okay, weiter geht's gleich im Programm mit der Schildkröte. Die Schildkröte schaut neugierig aus ihrem Haus raus. Kopf geht weit nach vorne, Kinn nach vorne strecken. Und wenn Gefahr droht, dann duckt sich die Schildkröte schnell wieder zurück. Achtet dabei darauf, dass sich wirklich nur der Kopf bewegt, der restliche Körper bleibt aufrecht. Schnell wieder nach hinten ducken. Die Schildkröte, Dehnung für die hinteren Nackenmuskeln. Dabei einen möglichst intelligenten Gesichtsausdruck auflegen. Super. Wir machen weiter mit Kopfkreisen im Halbkreis vor dem Körper. Von der einen Schulter beginnend, vorne rum zur anderen Schulter. Eine sehr angenehme Übung. Und diese könnt ihr je nach Bedarf mehrmals wiederholen. Genau. Wir dehnen nun unsere seitliche Hals-Nacken-Muskulatur. Dazu nehmt ihr den Kopf nach rechts. Gleichzeitig zieht der linke Arm Richtung Boden runter. Die Hand ist dabei in Flexion, also parallel zum Boden. Und dann müsst ihr spüren, wie das hier zieht. Die Dehnung circa 20 Sekunden lang halten. Und dann wechseln wir langsam zur anderen Seite. Wichtig bei allen Hals-Nacken-Übungen, macht die Übungen langsam und bewusst, nehmt euch Zeit. Keine schnellen, ruckhaften Bewegungen durchführen, denn sonst kann es sein, euch fährt es kurz rein und dann habt ihr es nur noch schlimmer gemacht. Immer ganz bewusst bei der Sache sein. Lazy Follower kommt diese Übung vielleicht auch bekannt vor. Die hatten wir nämlich schon in Folge 5 beim Violine-Special, da aber nur einseitig durchgeführt. Wir machen jetzt beide Seiten und ihr würdet jetzt zu Hause noch ein zweites Mal jede Seite machen. Ich mache aber gleich für euch weiter mit der nächsten Übung. Wir drehen unseren Kopf und schauen so weit wie möglich zur Seite bzw. nach hinten. Ich schaue mein schönes Sopransaxophon an. Und dann den Kopf langsam lösen und zur anderen Seite drehen. Im Tai Chi heißt diese Übung übrigens mit Verachtung und funkelnden Augen hinter sich blicken aus den 8 Brokaten. Also lasst mal eure Augen funkeln, schaut verachtend. Prima. Und jetzt kommt auch schon die letzte Übung für euch. Diese habe ich einfach mal ist mir egal getauft, denn ihr zieht eure Schultern Richtung Ohren hoch, lasst sie locker wieder runterfallen, so als ob ihr sagen würdet, ist mir egal, geht mich nichts an, ich war's nicht, ich kann nichts dafür,
Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben und beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fit mit Musik Online. Tschüss!